Bashiau, liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Big Klaas. Und mit dabei ist heute der liebe Felix Hardy. Was geht ab? Und der liebe Nico, der da oben mal wieder im Himmel steht. Leute, wir haben uns heute folgendes Projekt vorgenommen. Es gab noch eine weitere Folge beim Rotbild zu sehen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung aus, denn da haben wir ein Enddungeon gemeinsam modifiziert und umgebaut, Leute. Das Ding ist so chockgesell nice geworden, dass ich auf jeden Fall echt da mit vollem Herzen sagen kann, das haben wir extrem gut gemacht. Felix, was werden wir heute tun? Wir werden dieses kleine Ding hier tun, nämlich das kleine Witch House. Richtig, Leute, ihr kennt vielleicht das Hexenhaus von Minecraft. Wir haben ein bisschen geflogen hin und her und haben dieses Hexenhaus gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit Abstand eigentlich vom Grad der Detaillierung her und so, wie es gebaut ist, das mit Abstand schönste, aber auch gleichzeitig hässlichste Haus. Denn irgendwie, keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist relativ schön gebaut. Es ist eine Sache, die man auf einem Server auch finden könnte, wenn jemand sich mit dem Bauen beschäftigt. Also es ist auf jeden Fall von einem der Mojang-Mitarbeiter gemacht, der wenigstens halbwegs Sinn für Ästhetik hat. Aber Leute, ihr seht das Ding schon an sich. Es sieht einfach nur unglaublich kacke und langweilig aus. Und welche Hexe, Leute, würde gerne in so einem Drecksloch wohnen? Ich kenne da persönlich keine. Dementsprechend werden wir jetzt hingehen, das Ding ein bisschen auftunen. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal, Felix, denn ich habe mir direkt einen kleinen, aber feinen Plan gemacht. So, Leute, und zwar... Du hast einen Plan, ja? Richtig, Felix. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache jetzt erstmal, pass auf, BR Sphere und dann gehen wir nochmal hin und nehmen Gravel mit der 4, Leute, und brushen jetzt hier erstmal ein bisschen was rein. Jetzt wird man sich natürlich fragen, hä, Mr. Inside, what the hell are you doing there? Leute, ich erkläre euch gleich ganz kurz, ganz einfach, was ich mir dabei vorgestellt habe. So, jetzt muss ich nämlich ganz kurz hier den Gravel triggern, damit auch alles runterfällt, damit wir hier einen wunderschönen kleinen Felsen erstellen lassen können. Denn, meine Freunde, ich fände es einfach extrem schöner, wenn das natürlich auch noch was dahinter stände und nicht nur dieser seltsame Hüttenkomplex wäre. Deshalb, Leute, dachte ich mir, wäre es eigentlich viel, viel cooler, wenn man tatsächlich hingeht und sich hier mit Gravel erstmal einen ganz kleinen Felsen erstellt. Ja, so ist es perfekt, so ist es perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt direkt mal und gehen jetzt erstmal hin, Leute, und replacen das ganze Ding zu einem wunderschönen Erz- bzw. Steinberg. Ich zeige es mal ganz kurz, Leute. Ich gehe ganz kurz hier hin, setze mir hier oben einen Punkt, gehe 20 Blöcke in Luft und sage Replace Gravel mit 5. So, Gravel mit 1. Dann haben wir da einen wunderschönen Steinberg draus gemacht, Leute. Relativ easy. Jetzt haben wir da schon mal einen kleinen Steinberg generieren lassen. Jetzt nutze ich meinen altbekannten Trick, Leute, und lasse hier nochmal eine wunderschöne Schicht Gravel drüber fallen, damit ich quasi daraus das Gras designen kann, beziehungsweise damit einfach nochmal ein bisschen oben Gras drauf liegt. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch aus Erde machen. Da werden wir später noch ein bisschen Erde was reinsetzen oder sowas. Ich mache es direkt aus Erde. Aber ich finde es aus Stein eigentlich noch ein bisschen schöner. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das hier. Setzen jetzt einfach mal hier komplett Gravel hin. /set Gravel, Leute. Jetzt fällt der Gravel im besten Falle, wenn man ihn da betätigt, einmal herunter. Schaut mal hier. Und zieht eine wunderschöne Schicht über diesen kleinen, aber feinen Berg hinüber. Dann gehen wir nochmal hin und setzen hier nochmal ganz kurz ein bisschen was hin. Gehen nochmal ein kleines Stück nach oben, Leute. Und replacen den Gravel ebenfalls nochmal mit der Nummer 4 im besten Falle. Denn mit der Nummer 2 natürlich. Das weiß man doch. Jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen, aber feinen Berg generiert, mit dem wir später auf jeden Fall auch etwas anfangen können. Da kommt natürlich jetzt noch ein bisschen Erde dazu, Leute. Jetzt smoothen wir jetzt und dann würde ich sagen, geht es erstmal hier ein bisschen ans generelle Terraforming und ich würde sagen, genießt dafür erstmal die Timelapse. Also, viel Spaß. Okay, Leute, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, habe ich versucht, ein bisschen was mit einem Baum zu machen, mit einem großen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht ganz so gut gefallen. Deshalb werden wir jetzt erstmal gemeinsam hingehen und das Haus hier ein wenig modifizieren bzw. abreißen. Eine Regel werde ich haben, Felix, okay? Und zwar möchte ich diese 4 Grundpfeiler, die das Haus hat, nur um ein bisschen versetzen und trotzdem irgendwie noch benutzen. Das heißt, wir gehen halt hin und versuchen das Ganze irgendwie halt noch mit in das Ganze einzubringen. Ich habe aber folgende Idee. Und zwar möchte ich das Haus halt erstmal so ein bisschen als Woodmansion quasi machen, ne? Das heißt, das Ganze quasi, wie hieß das, der Fuchsbau von Harry Potter, von Ron Weasley zum Beispiel. Ah, ja. Ja, klar. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. So, dann können wir das hier nämlich schon mal benutzen, Leute. Diese 4 Grundpfeiler werden wir quasi durchgehend verwenden. Und dann können wir nämlich jetzt damit schon mal quasi weiterarbeiten. Ich hatte nämlich vor, diesen großen Baum quasi zu machen, das Haus daran zu hängen. Das hatte Felix schon ganz gut gesagt. Oder halt hinzugehen, diesen großen Baum halt unter das Haus zu stellen. Oder. Aber letztendlich, Leute, habe ich mich dann dazu entschieden, dass wir sowas, wenn wir das dann machen, tatsächlich das am Ende machen. Wie man diese großen Bäume macht, kann ich auch natürlich gerne mal ein Tutorial für machen, Leute. Eigene Bäume bauen ist nämlich auch nochmal so eine Kunst für sich, meiner Meinung nach. Aber, Felix, genug geredet. Ich würde sagen, das Erste, was wir natürlich
natürlich erstmal brauchen, ist irgendwie einen logischen Zugang zum Land, beziehungsweise erstmal einen kleinen Anlegesteg. Denn diese Hexe muss natürlich irgendwo herkommen. Das heißt, die muss ja irgendwo hier auch ankommen, die muss ja irgendwo eine Möglichkeit haben, ihre komische kleine Insel, die sie hat, auch zu begehren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hingehen und versuchen, das Ganze irgendwie für sie ein bisschen wohnlicher zu machen. Deshalb, lieber Felix, gehen wir erstmal hin und bauen hier einen kleinen, aber feinen Steg für sie, damit die gute alte Dame natürlich hier vorne auch Zugang zu ihrer baldigen neuen Hexenhöhle hat. Denn in dieser Höhle soll nämlich auch noch was passieren, Leute. Ich habe nämlich hier vorne bewusst dieses Ding gemacht. Da soll es nämlich in eine kleine Höhle runtergehen und von dort aus soll die kleine böse Hexe nämlich dann irgendwelche Experimente machen. Pipapo, blablabla. Hier geht es dann irgendwie nochmal runter, Leute. Ist dann, keine Ahnung, irgendein Kerker oder sowas, weiß ich, was für eine Hexe das ist. Vielleicht kocht hier unten da auch Meth, man weiß es nicht. Je nachdem, was für eine Hexe das halt ist. Man kann sich das natürlich dann frei ausdenken, wie man möchte. Und dementsprechend hier erstmal diesen Steg hin. Und dann, Leute, würde ich sagen, beginnen wir schon mit dem Bau des Hauses, was natürlich auch nochmal extrem viel Arbeit sein wird. Aber deshalb sind wir hier, Leute. Wir wollen aufhübschen und verbessern und nicht großartig lässern. War ein guter Spruch, oder? Den ich gerade gebracht habe, ne? In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, genießt erstmal die Timeless. Wir werden jetzt ein bisschen was an dem Haus rumschrauben, rumprobieren. Wir haben wie immer gar keinen Plan, haben uns keine Gedanken vorher gemacht, aber ich denke mal, das wird schon. Also, auf geht's. So, Leute, wir haben jetzt in dieser kleinen halben Stunde schon ein bisschen was Fortschritt gemacht und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie es hier aussieht. Und zwar habe ich mir jetzt einfach überlegt, wäre es doch ganz schön, wenn man hier wieder mit verschiedenen Layern arbeitet. Diesmal habe ich mir extra den Werkstoff Holz ausgesucht. Felix baut hier gerade schon an einem kleinen Geheimprojekt, was hier rechts entstehen soll. Lix, ich möchte ja nicht sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch fast schon. Ja, ich glaube, dass, also tatsächlich, ist das das Fundament jetzt oder was ist das? Oder, Darauf würde ich jetzt die Plattform machen. Ich kann das tatsächlich noch ein bisschen tiefer machen. Soll ich das auf die Höhe machen? Ja, das finde ich ganz gut, denn Leute, da rechts entsteht, wie gesagt, noch ein kleines Geheimprojekt. Ich bin hier gerade nebenan, gerade an dem Haus dran. Ihr seht schon, Leute, das Haus wird auf jeden Fall auf Stelzen stehen. Wie das ursprüngliche Hexenhaus auch. Hier kommen nochmal ein paar neue Stelzen hinzu, denn sonst wird das Ganze nicht halten und die fette Hexe würde mit ihrem Schwabbelhintern direkt ins Wasser krachen. Das wollen wir natürlich verhindern. Die soll natürlich sich hier wohlfühlen können. Dementsprechend, Leute, muss hier ein wenig Luxus für die Alte her und das kriegen wir auf jeden Fall ganz gut hin, denke ich doch mal, wenn wir uns hier zusammentun und uns überlegen, wie können wir das Leben dieser armen Dame verbessern und ich glaube, dass es gerade möglich ist mit Layern in der Wand. Denn, Leute, ihr seht es hier schon, wir haben hier verschiedene Wanddesigns. Ich habe einmal das hier. Ich finde beides ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit dieser Tiefe in der Wand sieht das Ganze von außen schon wieder sehr viel detaillierter und schöner aus. Und ich glaube, wenn man halt doppelte Wände baut, Leute, sieht das Ganze einfach, ja, ich weiß nicht, deutlich realistischer aus. Denn ihr kennt ja sicherlich glatte Hauswände, die sehen einfach nur extrem kacke aus. Und wenn man da schon ein bisschen was Tiefe drin hat, ein paar Einkerbungen, ein paar Erker und so weiter und so fort, macht das direkt einen ganz anderen Eindruck. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, hier die Statik ein bisschen zu gewährleisten. Das Ding muss natürlich irgendwie stehen, Leute. Und dementsprechend sollten wir uns hier ganz gründlich überlegen, wie viel wiegt die junge oder alte Dame, je nachdem, wer hier einziehen wird und wie groß soll dieses ganze Bauprojekt überhaupt werden. Das ist natürlich immer noch eine andere Sache. Wenn man einfach so drauf losbaut, Leute, kann man sich leicht verschätzen. Deshalb muss ich jetzt schon anfangen, ungefähr abzustecken, wie das Ding im Endeffekt aussehen soll. Und ich bin auch gerade schon mit der Grundform, muss ich ganz ehrlich, ganz zufrieden. Ich werde wahrscheinlich hier vorne nochmal einen kleinen Erker mit dran packen, sprich einen kleinen Überhang oder sowas und dann auf der anderen Seite halt nochmal ein bisschen was machen von Balkonen. Dann geht es hier schon in die zweite Etage und letztendlich ans Dachgeschoss. Mit der Verbindung mit diesem Geheimprojekt, meine Freunde, geht es dann gleich direkt weiter. Aber dazu kommen wir gleich, ich würde sagen, zurück in die Timelapse und genießt diesen wunderschönen Fortschritt, den wir jetzt hier gemeinsam erwirken werden. Also, bis gleich! So, Leute, die erste Etage steht schon ungefähr. Ich habe mich hier komplett einfach mal ausgetobt und super, super random gebaut. Ich weiß gar nicht. Es ist komplett ein asymmetrischer Haufen Kacke geworden, Leute. Aber so gehört sich das natürlich auch. Denn ihr wisst vielleicht, dass es gerade hier aus Nigos Sicht extrem seltsam vielleicht bis dato aussieht. Ihr seht hier schon mal den Hexenturm, den Felix hier gebaut hat. Das war das Geheimprojekt, Leute. Der wird natürlich nochmal ausgestattet und ist natürlich auch noch hier oben noch nicht fertig. Zumindest hoffe ich das, weil ich bin mit dem Gesamtergebnis noch nicht ganz zufrieden, lieber Felix. Ja, das muss auf jeden Fall besser werden. Ihr seht hier, wie gesagt, Leute, ich habe mich hier komplett ausgetobt und habe einfach gar keine Muster beachtet, bin einfach komplett ausgerastet und habe einfach mal drauf losgebaut. Und ich bin mit dem Gesamtergebnis echt zufrieden, denn wie gesagt, Leute, ihr müsst euch vorstellen, ja, so eine Hexe hat natürlich keine Zeit, ein schönes Haus zu bauen. Die baut einfach ein Haus, was funktioniert, was steht, damit sie da weiter ihre kranken Versuche an Tieren, Menschen oder Affen, Menschenaffe, ist es eigentlich ein Tier oder ein Mensch? Egal, Leute, ihr wisst schon, was ich meine, auf jeden Fall kann sich die Hexe hier komplett frei entfalten und austoben und ich glaube, dass es so auf jeden Fall ganz cool ist. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall jetzt noch eine Etage draufpacken werden, dann schon zum Dachgeschoss weiter vorschreiten, denn das ist natürlich immer ganz
ganz viele Leute ein Hexe ohne Dachgeschoss wäre keine richtige Hexe, oder? Das ist doch so ein Sprichwort, das sagt man doch so, oder Felix? Jede Hexe hat eins. Jede Hexe hat ein gutes Dach. Jede gute Hexe hat ein Dachgeschoss, Leute. So, merkt euch das. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir weiter zum Dachausbau. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt schon mal bei Nummer 2 angekommen von den Etagen her und ich finde, es sieht bis jetzt echt schon ziemlich dope aus. Wie gesagt, es ist so ein random Haus, ich habe noch nie so etwas Zufälliges gebaut, aber genau das war ja die Challenge, mal was zu machen, was man noch nicht gemacht hat. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein richtiges Crackhaus für diese Hexe erschaffen und ich glaube, die kann sich auf jeden Fall richtig, richtig wohlfühlen. Hier geht es dann rüber in ihren wunderschönen Hexenturm, den wir gerade quasi an dem Werfen sind und ich glaube, Leute, wenn das Ding fertig ist, mit allem drum und dran, sieht das richtig, richtig schön aus. Ich bin echt zufrieden mit den Etagen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht auf jeden Fall echt so aus, als könnte hier eine Hexe richtig, richtig gut drin leben und lustig sein und eine schöne Zeit haben. Aber Leute, wir sind noch lange nicht am Ende. Deshalb würde ich sagen, geht's jetzt nochmal zurück in die finale Timelapse und dann gibt es eine wunderschöne Roomtour von innen. Bitte bedenkt dabei, wie gesagt, dass ihr die Welt immer wieder runterladen könnt. Der Link dazu ist natürlich immer in der Videobeschreibung ganz oben, meine Freunde, beziehungsweise nach dem Link von lieben Rotpilz. Und ja, damit würde ich euch jetzt ganz gerne in die Timelapse entlassen. Also, ganz viel Spaß damit! So Leute, schaut euch das mal an. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich werde es noch ein bisschen in deine Richtung mit euch gemeinsam machen. Aber Leute, schaut euch mal bitte dieses Haus an. Ich meine, hier nochmal ganz kurz der Vergleich zu vorher. Und jetzt zu nachher, Leute. Es sieht einfach um 10.000 Längen besser aus. Und ich finde diesen Hexenturm extrem sick geworden. Ich meine, allein dieser Turm hier oben mit diesem kleinen süßen Hut drauf, das sieht so geil. Das sieht einfach aus wie ein Hexenhut, dieser Turm. Und wir haben natürlich das Dach hier nochmal ein bisschen angepasst. Wir haben hier nochmal so ein paar Kuhflecken, nenne ich das gerne, reingemacht. Und haben dann quasi hier nochmal so ein paar, verschiedene Pattern im Dach halt drin. Ich habe das Dach relativ komisch geformt diesmal, aber ich finde es eigentlich ganz schön, denn es hat irgendwie so eine ganz besondere Form, die ich so bis jetzt noch nirgendwo gesehen habe irgendwie. Und das finde ich eigentlich ganz passend, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, Leute, es ist überhaupt nicht so. Es ist super, super viel random Shit drin und man kann halt natürlich jetzt hier nochmal hingehen und halt irgendwie nochmal ein paar von den Blöcken hier reinsetzen und von den Blöcken. Man kann auch einfach mal hier so ein paar Blöcke dran setzen, Leute. Das macht jetzt endlich den Braten nicht mehr fetter, weil, wie gesagt, hier wohnt eine richtige Crackhexe drin, Leute. Und mit dieser Crackhexe kann man auf jeden Fall nicht zutrauen, dass sie hier sich ein anständiges Haus gebaut hat. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz durch und zeigen mal ganz kurz, wie Mrs. Crackhexe wohnt. Wir können ja mal ganz kurz nach unten kommen und klopfen mal bei Mrs. Crackhexe und vielleicht noch Mrs. Crackhexe ja auf. Wir gehen erstmal ganz kurz hier rüber, Leute, kommen quasi von der Seite hier vorne an. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Seite sieht das Haus nochmal geil aus, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt erstmal hier hin, kommen quasi hier vorne an. Hier ging es dann quasi in den Crackhexenkeller runter, den wir noch nicht gebaut haben. Hier ging es dann quasi einmal nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz rein und fragen. Hallo? Hallo, ich bin's, Crackhexe. Guten Tag, Frau Crack, hallo. Guten Tag. Hallo, kommt rein, kommt ja. rein. Was haben Sie denn hier auf den Stuhl geschrieben? Was steht denn da? Was? Rotpilz-Scheiße habe ich draufgeschrieben. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich bin auch ein bisschen verrückt. Gut, lassen wir das mit dem Roleplay. Felix, geh einfach nach oben und bau du weiter vielleicht das Dach und ich für die Leute hier im Haus rum und mach die Innenanrichtung. Alles klar. Ja, Leute, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe hier schon mal angefangen, ein wenig was zu machen. Hier unter anderem schon mal den Tisch ganz schön. Eigentlich ein ganz normales Standarddesign. Wir haben halt hier einmal diese Zaungates genommen und dann halt quasi einfach noch ein paar Teppiche oben drauf. Man kann natürlich jetzt hier noch reingehen bei der Hexe, halt hier noch ein bisschen was von diesem Zeug hinsetzen, Leute. Auf jeden Fall muss hier noch ganz viel weirder Shit rein. Hier kommen noch unglaublich viele Pilze in Vasen und irgendwelche Köpfe, die hier rumliegen und so weiter und so fort. Leute, ihr müsst halt daran denken, es ist halt ein Hexenhaus, ne? Ich glaube, keine normale Hexe der Welt würde in so einem geilen Haus wohnen. Aber wie gesagt, diese Hexe ist halt eine besondere Hexe. Das ist die VIP-Hexe, das ist die Luxus-Hexe schlechthin. Und die hat auf jeden Fall richtig geil gegönnt. Und ich glaube, das sieht auf jeden Fall jetzt schon ziemlich, ziemlich spooky aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Woodland-Menschen, oder Felix? Oh ja. Also ich finde es eigentlich ganz schön. Legen einfach ein paar Köpfe hin, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gefragter Einrichtungsgegenstand. Gerade bei Hexen, Leute. Also damals bei der Hexenmesse 2016 war das der meist verkaufte Einrichtungsgegenstand überhaupt. So, schaut mal hier. Hier haben wir oben einmal eine Stange. Keine Ahnung, was die Hexe damit macht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt, ne? Hier
hier scheint die Hexe eine Menge seltsame Substanzen zuzubereiten. Ich meine, auch eine Hexe muss ihren Unterhalt verdienen und wir wissen alle, wie das funktioniert. Unter anderem so und so. Dann haben wir hier einmal ein kleines Bett für die Hexe. Die Hexe hat auf jeden Fall ein richtig geiles Boxspring-Luxusbett gegönnt, Leute. Klar ist es, wie gesagt, eine Luxus-VIP-Hexe. Die hat auf jeden Fall ordentlich Schotter am Mann und dementsprechend gönnt es sich hier auf jeden Fall richtig schön rein. Da können wir nochmal so einen zerfetzten Teppich oder sowas hinlegen. Wie gesagt, es ist eine Luxus-Crack-Hexe. Also sie ist zwar reich, aber ist halt immer noch eine Crack-Hexe, Leute. Dementsprechend kann man hier auf jeden Fall mal so ein paar Teppichfetzen reinlegen. Das Ganze kann eigentlich echt heruntergekommen und random aussehen. Ich kann euch ja nochmal ganz von draußen zeigen, wie wir das gemacht haben. Wir haben super viele verschiedene Layer. Hier ist leicht nichts im anderen, Leute. Es wirkt alles sehr, sehr aufeinander genagelt oder aufeinander gebrettert und genauso soll es ja auch aussehen. Denn wie gesagt, man kann eigentlich einer normalen Hexe nicht zutrauen, dass die etwas Besseres baut als dieses Haus hier. Das ist schon das Nonplusultra. Also da war der gefragte Hexenarchitekt Silvano Hexo Sino. Genau der. Wir kennen ihn nicht. Silvano Hexo Sino war da dran. Hier oben haben wir nochmal ein kleines Dachgeschoss, Leute. Das ist natürlich das Gästezimmer. Hier oben, wie gesagt, kann man da natürlich noch irgendwas einrichten. Das ist natürlich jetzt die Frage, was man da hin macht. Man könnte natürlich jetzt hier noch eine Leiter hinmachen, die dann quasi nach hier oben führt. Da könnte man einen Lagerraum oder sowas draus machen und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall echt eine Menge Sachen, die Mrs. Crackhex hier haben könnte. Ja, Leute, so sieht das auf jeden Fall in den oberen Etagen aus. Wir können ja nochmal ganz kurz, wie gesagt, von außen zeigen. Das Dach hat eine sehr, sehr zufällige Form. Wir haben hier eine Menge verschiedene Bretter und so weiter und so fort. Ganz viele verschiedene Holzsorten ineinander gemischt. Der Kamin ist schief. Hier ist alles krumm und schief. Hier fehlen teilweise schon Bretter und Stelzen unter dem Haus drunter. Also, ihr seht das hier. Zum Beispiel diese Dinger hier. Da hat sie einfach keine Lust mehr gehabt. Das hält schon irgendwie, hat sie sich gedacht. Und es sieht tatsächlich, das Haus sieht lustigerweise gerade so aus, als würde es gerade so halten, oder Felix? Sieht wirklich, Junge, es sieht wirklich aus, wie als würde es jeden Moment zusammenfallen. Ja, oder? Richtig, genau so. Und genau so soll es auch aussehen, Leute. Denn wie gesagt, eine Hexe ist normalerweise kein Architekt. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz über diese wunderschöne Brücke, die sich die Hexe jetzt zusammengekleistert hat. Und gehen mal rüber in ihren Witch Tower, denn da wird dann quasi die ganze Magie beschworen. Wie gesagt, hier geht es einmal runter in den Hexenkeller und runter zum Steg. Und hier oben hat sie dann noch ein ganz kleines Türmchen, Leute, wo sie sich dann quasi aufhält, Sachen braut und so weiter und so fort. Natürlich keine Fenster drin, ganz wichtig, ne? Darf eine Hexe natürlich nicht haben, Leute. Hier sind nur Fackeln drin, das reicht der Alten auch. Und ja, so, Leute, das sieht auf jeden Fall dieser Hexenturm aus. Und ich würde sagen, es gibt jetzt noch ein paar wunderschöne Impressionen von Felix Rotpilz, der zum Ende hin ein paar nette Shots im Regen und Nebel macht, meine Freunde, damit dieser Hexenturm perfekt in Szene gesetzt wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht, Leute. Wir sind diesmal in insgesamt 1 Stunde und 21 Minuten. Neuer Rekord für uns auf jeden Fall. Felix, erstmal einen riesigen Applaus für uns selber hier an der Stelle durchgekommen, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne in die Beschreibung. Da ist, wie gesagt, der Link von Felix Video zu finden. Und schreibt uns unbedingt wieder in die Kommentare, was wir noch alles verbessern sollen in Minecraft. Und, meine Freunde, was ihr von der Idee haltet, dass wir mal hingehen und eure Minecraft-Welten verbessern. Das heißt, ihr ladet die uns auf einen Server hoch und dann gehen wir mal über eure Minecraft-Welt drüber und schauen mal, was man da so besser machen kann. Also Leute, in diesem Sinne, genießt jetzt die wunderschönen Shots zum Abschluss. Das war's von diesem extrem geilen Video. Mir hat's echt eine Menge Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall beim lieben Rotpilz vorbei und ich verabschiede mich damit und genießt damit diesen wunderschönen Abschluss. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.